Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor testet die Platinum-Demo von Final Fantasy 15. Ihr solltet es ja bis jetzt eigentlich alle mitbekommen haben. Am vergangenen Mittwoch, den 30.03., fand in L.A. der sogenannte Uncovered Final Fantasy 15 Event statt. Der hatte ein bisschen was von so einer E3-Pressekonferenz und den hatte Square Enix dazu benutzt, ganz viele neue Details zu Final Fantasy 15 bekannt zu geben. Darunter das Release-Datum, der 30.09.2016. Da wird es soweit sein, dass wir das Spiel endlich in den Händen halten dürfen, nach über 10 Jahren Entwicklungszeit dazu. Es wird ein erweitertes Universum um das ganze Spiel drum herumgeben mit Animes, CGI-Filmen mit berühmten Leuten als Sprecher, erweiterten Handy-Games mit einer Art ja, Spezial-Flipper-Minigame, was man auch im richtigen Spiel spielen kann und so weiter und so fort. Aber mit am interessantesten war für uns kurzfristig jetzt, dass es eine weitere Demo zu dem Spiel gibt. Hier, ihr seht sie gerade, die Platinum-Demo erhältlich für PS4 und Xbox One. Ihr müsst anders als bei der ersten Demo, die es ja bereits im vergangenen Jahr gab, das müsste jetzt fast sogar schon ein Jährchen her sein, dass die Episode Duskal, wie sie so damals hieß, rausgekommen ist. Da gab es das noch als Bonus für alle Käufer von Final Fantasy Type Zero, dem alten PSP-Game, was umgesetzt wurde auf PS4 und Xbox One. Wenn man das gekauft hat, dann hat man einen Download-Code dafür bekommen. Und das war noch eine relativ umfangreiche Demo. Man hat die vier Hauptcharaktere damals gesteuert, die in einer großen Location unterwegs waren, Open-World-mäßig, Geld verdienen mussten, um ihr kaputtes Auto reparieren zu lassen und dazu sich an einem Behemoth rangeschlichen haben. Ein großes patrouillierendes Monster, was ziemlich hartnäckig war und mit vielen verschiedenen Sachen dann auseinandergenommen werden musste. Man konnte da wirklich einiges an Zeit investieren, sogar ein paar kleine Sachen herausfinden, am Spielsystem schauen, wie gut das Kampfsystem funktioniert, was übrigens auch noch innerhalb dieser Demo mit einem Patch nochmal geupdatet wurde und angepasst wurde und schon mal einen Blick darauf werfen können, wie Final Fantasy 15 aussieht, wenn es mal fertig ist. Die Platinum-Demo jetzt ist ein bisschen was anderes. Sie war direkt nach dem Event online, dass man es for free runterladen kann, so knapp, wie viel müssen es gewesen sein, knapp 4 Gig, also doch schon einiges an Inhalten mit dabei, einfach direkt über den Store zu beziehen. Und das ist nicht so eine Art Demo, wie es Episode Duskal war, dass ihr mehrere Stunden wirklich auch richtige Inhalte und Cutscenes und dies und jenes da bekommt, sondern im Grunde Square Enix würde es am ehesten als eine Tech-Demo bezeichnen, die primär dafür da ist, dass man sich anguckt, welche Fortschritte Final Fantasy 15 seit der letzten Demo gemacht hat. Und allzu weit ist es ja nicht mehr hin. Der 30.09. ist ja nicht mal ein halbes Jährchen jetzt weg. Und damit man mit dieser Demo wohl schon mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen kann, mit dazu verbaut ist übrigens auch direkt ein Button, um dann die Digitalversion vorzubestellen. Und auch wenn man die Demo durchspielt, kann man sie dann auch direkt anklicken. Ich denke mal, das soll nochmal der spezielle Anreiz sein, dass das Spiel ein bisschen frischer den Leuten im Gedächtnis bleibt, wenn man die zockt. Aber wie schon erwähnt, das Ding soll eine Tech-Demo sein, die primär dafür da ist, ein wenig den Fortschritt zeigen, die das Spiel hauptsächlich technisch gemacht hat. Und es zeigt keinen Teil des Spieles, der so im Game drin sein wird, sondern eine Art ja, Bonusgeschichte, wo Hauptcharakter Noctis, der normalerweise schon das Teenager-Alter verlassen hat im richtigen Final Fantasy 15, der ist hier in einer Art Traumsequenz zu sehen als Kind, wo er in einer Art ja, verwunschenen Wald aufwacht und ein kleiner Summon, ein kleiner Esper, Bestia, Guardian Force, wie man die auch immer nennen will, Karbunkel, der aussieht wie, ja, wie wir das nennen, so eine kleine Mischung zwischen Einhorn, Kätzchen und Hund, das herumlaufen kann, das einem sozusagen als Guide durch die Welt steuert. Und ja, im Grunde geht es darum, durch verschiedene Locations herumzulaufen, ein wenig zu sehen, hey, so sieht das hier aus, so funktioniert der Tag- und Nachtwechsel, da könnt ihr im Hintergrund gucken, wie Berge und so weiter aussehen. Und mich hat, als ich die Demo gespielt habe, ist tatsächlich primär an Kingdom Hearts erinnert. Und das kommt ja nicht von ungefähr, denn Kingdom Hearts, das sind ja, oder ist ja die Serie, die die gleichen Leute, die mit in den Ursprüngen von Final Fantasy 15 das Spiel hauptverantwortet haben, mit Tetsuya Nomura und seinem Team, die Kingdom Hearts gemacht haben und dann auch eben mit der Entwicklung damals von Final Fantasy Versus 13, aus dem Final Fantasy 15 dann herausgegangen sind, daran gearbeitet haben.
das Kampfsystem war ja an sich schon relativ Kingdom Hearts inspiriert mit seinen Echtzeitelementen und Ausweichmöglichkeiten und so weiter. Und hier wirkt es, also ich habe richtig starke Kingdom Hearts 1 Vibes bekommen davon, denn man läuft mit Noctis als kleiner Junge eben durch die Gegend. Es gibt so Kristalle, die man einsammeln kann, die verursachen, je nachdem wie viele der Kristalle man einsammelt, dass man Aktivitätsfelder aufmacht. Also ab und an sind so kleine Felder verteilt in der Location, die noch ausgeschaltet sind, wenn man genug von den Kristallen gesammelt hat. Nach und nach schalten sich die Dinge ein und die ermöglichen einem, sich zu verwandeln. Also es hat meist nicht so direkte spielerische Relevanz. Da gibt es ein paar zum Beispiel, da gehst du rauf und dann verwandelst du dich in ein Auto und kannst dann über eine eher weitläufigere Location ein bisschen schneller drüber fahren, als wenn du rüberlaufen würdest. Oder ein anderes Verwandlungsmöglichkeit wäre, dass du dich in eine Art Raubkatze verwandelst. Ich glaube, es können sogar einige der Gegner sein, die man in Episode Tuscara gesehen hat, die man jetzt selber sein darf. Das soll, denke ich mal, nicht ein offizielles Feature sein, dass du es im Spiel auch über solche Paneele machen kannst, aber das gibt dir die Möglichkeit, diese Modelle, ob es Charakter oder Gegner oder Gegenstandsmodelle sind, mal zu sehen, die Dinger mal zu bewegen und schauen, wie das technisch im Kontext mit dem Rest des Spieles funktioniert. Und andere dieser Felder lassen einen nicht verwandeln, sondern sie sagen zum Beispiel, mit dem kannst du die Wetterbedingungen ändern, sodass du siehst, wie schnell sich das anpasst. Oder die Zeit voranspulen, damit du einen Tag- und Nachtwechsel da verursachen kannst. Also alles ist wirklich darauf ausgelegt, dass man zwar dem Karbunkel, dem kleinen Summon, der durch die Gegend läuft, primär folgt als Noctis, aber nicht nur sich die Location dabei angucken kann, sondern eben durch die Felder nochmal ein paar der speziellen Modelle und darüber hinaus eben noch an der Grafik selber schrauben kann, indem man die ganzen Effekte durchschaltet und durchprobiert. Ja, und was ich meine, dass es noch mehr an Kingdom Hearts erinnert als sonst, die Locations, wo man rumläuft, das ist so ein kleines Wäldchen. Dazu ist das ein großes Spielzimmer, in dem man als Miniaturdäumling unterwegs ist, und ich hatte Kingdom Hearts das erste vor 15 Jahren oder als es rausgekommen ist, damals gespielt, und es ist ja nicht unbedingt eines meiner Lieblingsspiele, aber ich kann mir noch ziemlich gut dran erinnern, zum Beispiel dieses Spielzimmer, mit dem man jetzt hier herumläuft, da gab es auch im ersten Kingdom Hearts den Level von Alice im Wunderland, wo man quasi auch durch so eine Art Haus in Miniaturausgabe herumläuft, und das hat so richtig starke Vibes dann zurückgegeben. Oder auch eben andere Locations, da gibt es eine große Stadt, wo man kurz vor Ende der Demo reinkommt, die Hauptstadt wohl des Landes, wo Noctis der Prinz davon ist, aus der im Laufe von Final Fantasy XV oder zu Beginn von Final Fantasy XV sich ja auf der Flucht von dem weg befindet. Und hier kriegt man das zu sehen. Man hat es auch in den ganzen Trailer vorab mal gesehen, wie das dann ausschaut. Und die wirkt auch so ein bisschen, wie ist sie dann? Traverse Town oder so? Also die Locations könnten glatt teilweise aus einem Remake oder Remaster oder einem Update von Kingdom Hearts stammen und haben so ein bisschen das Gefühl weitergegeben, wie auch die Gegner, die man bekämpfen kann, denn so ein paar Alibi-Kämpfe sind reingestreut. Es gibt einen großen Kampf ganz am Ende, auf den werde ich gleich nochmal eingehen, aber während du da herumläufst und dir die Grafik begutachtest und das machst und dir anschaust, dann gibt es die Möglichkeit noch, dass ab und zu mal ein paar kleine Gegner verteilt sind, die Albträume genannt werden, aber im Grunde auch so ein bisschen wie die Heartless wirken aus Kingdom Hearts. Die bieten nicht so viel Gegenwehr, aber sind dafür da, dass du dir die Updates am Kampfsystem seit der letzten Version angucken kannst, und da hat sich ich wollte schon sagen, einiges dran verändert, aber an sich so ultra viel hat sich nicht verändert gegenüber dem Episode Tuscara Kampfsystem, aber es wurde angepasst. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten da reinzukommen, denn bei Episode Tuscara war es so, man gewöhnt sich ja nach einiger Zeit, wie das Kampfsystem funktioniert, und kann da gut hier, okay, du hast deine Angriffstaste, das ist deine Ausweichtaste, damit kannst du ins Menü gehen und da deine Waffenabfolgen wechseln und so weiter. Jetzt gibt es, die Tasten wurden anscheinend alle ausgetauscht, ja, weil die Angriffstaste ist jetzt auf einmal auf Kreis, Ausweichen ist auf Viereck, vor war das eben auf anderen Tasten gelegt, und ich habe mich am Anfang zuerst gar nicht richtig zurechtfinden können und habe jetzt mal, okay, damit greife ich an, dann mache ich das. So richtig nötig ist es bei diesen massenhaft Heartless-Gegnern auch nicht nötig, wirklich auszuweichen. Du bekommst von Karbunkel eine Handvoll Spielzeugwaffen in die Hand gedrückt, die jetzt über das Steuerkreuz noch separat ausgewählt werden können. Also du kannst dir so eine Hieb- oder so einen kleinen Spielzeughammer bekommst du, so eine Art Spielzeugschwert, Feuerwerk, das man auf das Steuerkreuz legen kann, und
Anstatt dass wie bei dem Ursprungskampfsystem dann die Waffen automatisch gewechselt wurden, wenn man im Menü so eine gewisse Reihenfolge ausgewählt hat, ist es ja so, dass das Noctis nicht die Waffen immer in der Hand hat, sondern die wurden ja quasi rausgebeamt, immer je nachdem, was für einen Angriff er daraus gemacht hat, herbeibeschworen. Hier machst du es eben über das Steuerkreuz und hast eine manuelle Wahl, das über die Waffen zu machen. Bin ich auch irgendwie im Moment noch nicht so direkt warm geworden, wo ich die Demo jetzt ein paar Mal gespielt habe, weil ich mich so an das Duskara-Kampfsystem gewöhnt habe. Und eben, weil die meisten Albtraum oder die Albträume, die kleinen Gegner, die an die Heartless erinnern, nicht wirklich viel Gegenwehr geliefert haben. Und man haut am Anfang noch ein bisschen auf sie drauf, aber eigentlich muss man die so gut wie nicht bekämpfen. Und irgendwann bin ich auch einfach an denen vorbeigelaufen, weil ich hatte dann ausprobiert, was das Kampfsystem kann. Ich habe das Anvisieren probiert, das Ausweichen, das hier, da und machen, aber wirklich gefordert hat mich das nicht. Zumindest, ich finde, ich muss wirklich echt noch zurechtkommen mit den Veränderungen im Kampfsystem. Ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende, wie es sich letzten Endes in Final Fantasy 15 im finalen Spiel spielen wird. Denn eine bessere Anwendungsmöglichkeit des Kampfsystems gibt es an einer Stelle in der Demo, aber die ist leider nur zu erreichen, wenn man die Demo eigentlich durchgespielt hat, denn im Grunde, nachdem du durch die ganzen 3-4 Locations, die da sind, durchgelaufen bist, dir das angeguckt hast, Kristalle gesammelt hast, dich in ein Auto verwandelt hast, rumgefahren bist, landest du ganz am Ende an einem Platz, Marktplatz will ich schon versagen, aber so ein bisschen größere Umgebung, direkt in der Stadt, dort eine Location, die man eben auch, ist glaube ich vor dem Palast oder sowas der Gegend oder der Stadt, wo man da unterwegs ist. Und da kriegt man die Möglichkeit, einen großen Boss zu bekämpfen oder einen großen Gegner, der Boss-like fast ist. Und dann verwandelt sich Noctis auch wieder in einen Erwachsenen. Und da kann man wirklich die Steuerung mal richtig austesten. Und da ist das Blocken und Ausweichen auch notwendig. Und die Kombination und das Hin- und Her-Warpen mit der X-Taste an verschiedenen Locations. Man spielt nur Noctis. Also man hat nicht die Wahl, so wie bei Episode Tuscar, dass eine andere drei Kollegen auch mitgelaufen sind und mit im Kampf beigetragen haben. Es gibt nur diesen einen Bosskampf und du kannst ihn nur mit dem einen Noctis bestreiten. Ich habe den jetzt einmal gemacht. Das Problem ist, ich hätte ihn gerne ein bisschen öfters gemacht, aber dazu müsste ich die Demo für mich gefühlt nochmal durchspielen, denn ich habe jetzt nicht den Punkt gefunden, wenn man die Demo durchspielt, man kann nicht so richtig direkt speichern. Es gibt einen Counter, der im Titelmenü mitläuft und sagt, du hast schon so viele Stunden investiert, und es ist schon sehr optimistisch übrigens von Square Enix dann gemacht, dieser Counter, der unten ist, weil der kann von den Stundenzahl, die kann in die Hunderte reingehen. Und das ist eine Demo, die hat man in 30, 40 Minuten durch. Ich würde bezweifeln jetzt, dass allzu viele Leute auf der Welt tatsächlich Hunderte von Stunden in diese Demo investieren. Aber wer das macht, für die Leute hat man sich ja jetzt halber die Zahlen so weit gepackt. Aber ich kann eben irgendwie nicht auswählen, zum Beispiel, ich will direkt zum Kampf nochmal springen und nicht erstmal die 20 plus Minuten durchlaufen und die Gegend nochmal angucken, weil ich würde ganz gerne wirklich am richtigen Gegner dann nochmal es probieren, wie ich mit dem Kampfsystem arbeiten kann. Und ich konnte das jetzt in der Form nicht beurteilen, vor allem weil die Steuerung verändert wurde, ob sich das irgendwie besser, flüssiger oder ja, einfach griffiger angefühlt als bei Duskal. Da hatte ich am Anfang eben Schwierigkeiten in der ersten Demo und bin, nachdem ich so den Hang bekommen habe, nachdem ich wusste, okay, so funktioniert das ungefähr, konnte ich auch einigermaßen gut kämpfen. Es fühlte sich nicht sehr wild und unstrukturiert an, sondern ich konnte fast schon sagen, okay, wenn ich dahin gehe, dann kann ich mich da ausweichen und so. Und das braucht seine Zeit, denn das ist ein bisschen anders Kampfsystem technisch gelegt, weil es eben nicht so super direkt ist, wie man es, nennen wir da mal Dark Souls oder sowas, als Vergleichsbeispiel. Und das hat zum Beispiel eine wirklich sehr gute Steuerung, was die Kämpfe angeht, mit sehr direkten Kontrollen und Ausweichmöglichkeiten und so weiter. Die Final Fantasy 15 Kämpfe sind eben ein bisschen indirekter und fühlen sich hier gerade, wenn man gegen die Heartless, will ich immer sagen, wenn man gegen die Albträume kämpft, da sie nicht wirklich viel Gegenwehr leisten und man nicht machen kann, das hat nicht so den richtigen Wumms und nicht so die richtige Griffigkeit noch. Und so richtig beurteilen konnte ich es am Boss jetzt nicht, weil, um den nochmal zu spielen, muss ich nochmal eine halbe Stunde spielen. Und da habe ich ihn mehr schlecht als recht sozusagen am Anfang besiegt. Ich werde es vielleicht noch zwei oder dreimal machen, habe ich das Gefühl, einfach um mal beurteilen zu können, wie es ist oder ob sich da im positiven Sinne was getan hat, aber für mein Gefühl könnte da durchaus noch einiges am Kampfsystem selber geschliffen und gemacht werden. Letzten Endes richtig beurteilen kann man es anhand der Platinum-Demo nicht wirklich, sondern muss da auch auf die finale Version selbst warten. Ja, apropos Tech-Demo, wenn wir schon dabei waren, dass man durch die Gegend läuft und sich die Grafik anguckt, grafisch hat man
mehr Abwechslung natürlich jetzt durch die verschiedenen Locations, die es in Episode of Scar nicht so gab, zu sehen. Da hat man ja nur dieses große, ja, ländliche Waldgebiet, Forstwirtschaft oder sowas mit den großen Seen in der Mitte und den dicken Dinosauriern, die dazwischen stehen, die Chocobo-Farm und die Tankstelle oder so. Hier hat man eben wirklich die große Varianz von der Waldlocation über das Spielzeugzimmer in die Stadt hinein und da kann man ein bisschen wirklich an der Varianz der Optik angucken. Die Framerate, ich habe die PS4-Version gespielt, ist noch nicht ganz da, wo sie sein sollte. Und da geht auch im Internet momentan so ein bisschen der Zoris ab. Deswegen, weil wenn es schon eine Tech-Demo ist, um zu zeigen, wie gut die Grafik geworden ist. Und ich glaube, so vom Detailgrad und was jetzt so das Anti-Aliasing angeht, also du hast immer noch Kantenbildung an vielen Stellen auf der PS4, aber es wurden irgendwie andere Methoden eingesetzt, die hier und da mal das Bild schon mal ein bisschen glätten und die Texturen ein bisschen schärfer aussehen lassen. Aber es fällt auch in dieser Version noch ein bisschen dann Kantenbildung auf der PS4 und du hast eben gerade bei rechenintensiven Szenen merkst du schon, dass die Grafik anfängt zu stocken, dass du nicht immer die 30 Frames per Sekunde halten kannst, sondern dass es durchaus mal hier und da runtergeht. Vor allem in der Stadt am Ende eben, wo viel Location drumherum und viele Gegner dort herumwuseln, da tendiert schon mal wirklich nicht immer knallhart an der 30 zu bleiben bei der Frameszahl, sondern ein bisschen runtergehen. Auch da würde ich hoffen, weil es macht an sich einen guten Eindruck visuell und ist dann eben kohärent mit dem Charakterdesign und wie das dann drumherum ausschaut. Schaut eben für mich gefühlt wie ein, dadurch, dass sie mich die Locations dran erinnert haben, aber ein realistischeres Kingdom Hearts aus, was nicht eben so auf Comic-Styling gemacht wurde von den Locations her. Und so richtig direkt im Vergleich mit Episode of Scar kann man da nicht ziehen, weil die fühlen sich beide anders an, weil so unterschiedliche Locations sind und man vor allem mit dem Kindern Noctis unterwegs ist und eben nicht dann von Monstern umgeben sein kann und nicht durch ein richtig großes, weitläufiges Gebiet läuft, sondern eher so schlauchige Abschnitte hat, um einfach da dem Ganzen folgen zu können, wenn man Bock hat, diese ganzen Kristalle einzusammeln. Es ist augenscheinlich hier und da ein bisschen Verbesserung gegeben, aber ich glaube, so richtig die Augen ausfallen werden einem jetzt nicht auf der PS4 mit der Optik, vor allem, weil es zwischendurch mal dazu tendiert zu ruckeln und hier und da mal auch ein bisschen Kantenbildung zu sehen ist. Ich habe gehört von den Xbox One-Leuten, die habe ich jetzt nicht für die One runtergeladen, einen direkten Vergleich gemacht, aber wie so oft man zwischen PS4 und Xbox One-Fassungen, egal bei was es so hat, soll da auch eine kleine technische Diskrepanz sein und die Xbox One-Version zumindest Augenzeugenberichten sogar noch ein bisschen mehr tendieren zu ruckeln. Aber ich würde es ja sowieso persönlich eher für die PS4 empfehlen. Wenn ihr irgendwo mal eine halbe Stunde habt oder sowas, die Demo solltet ihr euch durchaus runterladen und dann spielen, wenn ihr vorhabt, Final Fantasy 15 zu zocken. Denn es gibt eine kleine Belohnung, wenn man die Platinum-Demo zockt. Karbunkel, der einem eben begleitet als Traumdeuter und Führer durch das ganze Geschehen, der wird am Ende der Demo freigeschaltet für den eigenen PlayStation Network-Account, dass man ihn als Summon, als Beschwörung im finalen Final Fantasy 15 selber spielen kann. Wenn man nicht die Platinum-Demo zockt und es war keine jetzt Limitierung jetzt angegeben von Square, dass sie nur so oder so lange erhältlich ist, dann wird man auch nicht Karbunkel im eigentlichen Spiel dann beschwören können. Ich hoffe, das ist kein Zeichen darauf, dass wenn schon der Summon sozusagen als Bonus beigepackt wird, hier ist zwar ein kostenloser Bonus, der durch ein bisschen Zocken dazukommt, was ganz nett ist, nochmal ein extra Anreiz, das Ding zu spielen, aber das soll hoffentlich nicht bedeuten, dass auch andere Summons als DLC irgendwo oder exklusive Boni für Vorbestellungen in dem oder dem Laden dann versteckt sind. Das finde ich nämlich echt schade, wenn man dafür nochmal die Brieftasche aufmachen muss, weil Ifrit von Haus aus nicht eingebaut ist und mal der nur hinter einer 5-Euro-Grenze oder sowas steckt. Also hoffentlich ist das dafür kein Vorbote. Ansonsten ist aber die Übernahme von Karbunkel als freispielbarer Summon in das Final Fantasy 15 das eigentliche durchaus in Ordnung und eine coole Sache. Man wird vielleicht sehen können, ob Square Enix noch ein Patch für diese Demo dazu packt, weil bei der Duskar haben sie es auch gemacht. Erwartet aber eben nicht, das Ding ist kostenlos und ist wirklich auch primär als Tech-Demo zu sehen und auch so deklariert. Erwartet nicht, dass ihr da groß viel zu spielen bekommt oder groß viel storymäßig erfahren könnt, sondern eher einen kleinen Einblick, wie das Ding technisch aussehen wird im Grunde, woran noch eventuell geschraubt werden kann. Das ist
denke ich mal, auch wichtig für Square Enix, dass sie Feedback jetzt von den Leuten bekommen und dass die nochmal an gewissen Stellen da schrauben können. Und eben, dass ihr Karbankel dann freigeschaltet habt, wenn Final Fantasy XV am 30.09.2016 kommt. Ja, ich hoffe mal, dass wir hatten ja zuletzt die, als der Uncovered-Event war, die lange Final Fantasy Nacht auf Rocket Beans TV. Ich werde Rücksprache immer zeitnah mit den Square Enix-Leuten halten und ich glaube nicht, dass die jetzt schon eine finale Final Fantasy XV-Version vorab da haben, wo ich mal reinschauen kann, aber das will ich auf jeden Fall machen und so zeitig daran kommen, wie es geht. Ich hoffe, dass vielleicht sogar im Nachklapp der Gamescom, weil die ist ja immer Anfang, Mitte August und wenn Square Enix vielleicht zwei, drei Wochen oder vor dem offiziellen Release schon mal eine Version hat, die ich anspielen kann, dann will ich auf jeden Fall für euch da mal reinschauen und euch entsprechend dann Bericht erstatten, was damit los ist oder ob sich die Eindrücke der Demo bestätigen. Ansonsten zockt die Platinum-Demo, wenn ihr die Gelegenheit habt und die Episode Tuscan noch nicht gespielt habt, empfehle ich. Vielleicht findet ihr irgendwo noch günstig ein Final Fantasy Type-Zero für die One oder für die PS4. Das sollte mittlerweile ja nicht mehr Vollpreis immer zu haben sein, sondern durchaus für den Sparpreis. Und die solltet ihr auf jeden Fall zocken, denn mit der hatte ich im letzten Jahr viel Spaß. Und die könnt ihr euch im Speziellen unter anderem auch auf Rocket Beans TV angucken, weil dazu hatte ich ja auch auf der Gamescom eine Präsentation gemacht. Ja, das war Gregor testet die Platinum-Demo von Final Fantasy XV. Ich hoffe, damit sind alle Klarheiten beseitigt. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Bis dann.